In seinem neuesten TikTok-Video kritisiert Nick, dass Leitstellen noch ein sogenanntes Notruffax anbieten. Wir müssen ein Notruffax abschicken! Ich möchte an dieser Stelle nur mitteilen, dass mir durchaus bewusst ist, dass ein Notruffax seine Daseinsberechtigung hat. Es gibt neben diesem Notruffax allerdings auch die Nora-App und die ist für iOS oder Android vorhanden. Diese App steht für die Leitstellen in den Bundesländern zur Verfügung. Wenn man einen Notfall hat, geht man in die Notruf-App, lokalisiert seinen Standort, gibt an, um was für einen Notfall es sich handelt, wie viele Menschen betroffen sind und kann das Ganze an die nächste Leitstelle senden. Jeder Mensch, der in seiner Sprache oder dem Gehör eingeschränkt ist, kann daher selbst entscheiden, ob er eine moderne Notruf-App nutzen will oder ein traditionelles Notruffax. Wichtig ist allerdings, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt per Telefon die europaweite Notrufnummer 112. Dann haben die Disponenten nicht den Vorteil, dass sie euch direkt Rückfragen stellen können.